Carolina, zweiter Teil. Die Liebe kann nicht warten. Im Mutterkloster der Schulschwestern lebte eine alte französische Schwester des Ordens Notre Dame. Sie hieß Sœur Walburg und war blind. Novizinnen lasen ihr vor. Sie erzählte viel über alte Zeiten und über Mutter Theresia, die sie seit Kindesalter kannte. Es erfüllt mich mit Bewunderung, wenn ich daran denke, dass Carolina mit 12 Jahren zu unterrichten begann. Es ist wahr, dass ich als Laienschwester des Ordens Notre Dame nie in der Schule Unterricht erteilte, sondern Hausarbeit leistete. Trotzdem bin ich in der Lage festzustellen, dass Carolina sich sehr talentiert um die 20 Mädchen kümmerte, mit denen sie beauftragt wurde. Die Kinder verehrten sie sehr. War der Unterricht zur Winterszeit bedroht, mangels Heizmaterial auszufallen, dann brachten sie lieber von zu Hause Holz mit, um keine Unterrichtsstunde zu verpassen. Als sie 3 Jahre später erfuhren, dass die Stadt das alte Klostergebäude vermieten wollte und so die Schule geschlossen worden wäre, fingen sie an, Carolina zu überzeugen, den Unterricht auf der Wiese zu veranstalten, bis zur Lösung des Problems. Carolina war zu dieser Zeit gerade dabei, Pfarrer Witzmann mitzuteilen, sich nach der Schließung der Schule im Schiffunternehmen ihres Vaters nützlich machen zu wollen. Jetzt ging sie doch nicht zum Pfarramt, sondern kehrte in die Kirche ein. Sie wollte sich verstecken, um sich über die neu entstandene Lage Gedanken zu machen. Hinter dem Altar fand sie einen stillen Winkel. Vater wäre glücklich, wenn ich mich ins Geschäft einarbeiten würde. Dann könnte ich reisen. Mein Gott, wie schön es wäre. Aber warum bin ich dann Lehrerin geworden? Oder sollte ich in einer anderen Stadt unterrichten? Nein, das nicht. Stadt am Hof konnte ich nie verlassen. Sollte ich unterrichten ohne eine Schule? Soll ich mich ein Leben lang mit Kindern abmühen? Eigentlich habe ich nie Zeit für mich. Vielleicht könnte ich damit noch warten, mich für andere zu verpflichten. O Herr, was wünscht die Liebe von mir? Soll ich noch warten? Habe ich noch Zeit? Nein, ich glaube, ich darf nicht mehr warten. Die Liebe kann nicht warten. Von hier ab versteckte sie sich jeden Tag an dieser Stelle, um zu beten. Ihr Betstuhl in der dunklen Ecke hinter dem Altar ist noch heute zu sehen. Auch Anna und Fräulein Braun haben wir benachrichtigt. Sogar Pfarrer Wittmann und Sir Walburg. Sie sagten, wenn Carolina damit einverstanden wäre, würden sie auch kommen. Du verlässt uns doch nicht, oder? Wir haben den anderen schon Bescheid gegeben. Die ganze Klasse trifft sich morgen auf der Wiese. Und falls der Tag erfolgreich ausfällt, können auch die anderen Klassen das nächste Mal kommen. Lasst uns Pilze sammeln, um etwas über sie zu lernen. In Ordnung. Ihr könnt Anna, Fräulein Braun und den anderen ausrichten, dass ich komme. Wie habe ich überhaupt daran denken können, noch länger zu warten? Jesus, du hast die Kinder auch nicht warten lassen, als sie zu dir liefen. Du hast sie auf den Schoß genommen, sie gelehrt und gesegnet. Ja, die Liebe kann nicht warten. Danke, dass du deine Engelchen zu mir geschickt hast. Wenn du willst, dass ich mein Leben voll für die Erziehung der Kinder opfere, so bitte ich dich, mir den Weg zu zeigen. Wenn du dieser Meinung bist, hilf uns bitte, damit die Schule nicht ohne Dach bleibt.
In die Freilichtschule kamen auch jüngere Brüder, sogar ein Seminarist von der Theologie, wo Pfarrer Witzmann der Leiter war, schloss sich an. Der Tag wurde mit großem Pilzesammeln begonnen. Die Klasse wurde in kleinen Gruppen eingeteilt. Die Stimmung war ähnlich wie anlässlich von Ausflügen. Die Kinder passten aber gut auf und sie merkten sich alles genau. Ich kümmerte mich um zwei Buben. Pfarrer Witzmann und der Seminarist waren routinierte Pilzesammler. So konnten sie die Erläuterungen von Fräulein Anna Braun noch weiter ergänzen. Anna Hotz und Carolina gaben ein hervorragendes Paar ab. Sie unterrichteten spannend und fröhlich und geistreich lösten sie die unerwarteten pädagogischen Situationen. Nie wetteiferten sie miteinander, mehr ergänzten und behalfen sie sich. Schau mal! Da ist ja eine Ziege. Schaut, eine Ziege. Sie gehörte Tante Grete. Nehmen wir sie mit nach Hause? Nehmen wir sie mit nach Hause. Tante Gretel lebte im Altenheim des St. Katharinenspitals, wo Carolina im Kindesalter an der Seite der Mutter Franziska regelmäßig die Armen besuchte. Das Kinderheer kam bei ihr mit der verlorenen Ziege an. Wir und das Tier erfreuten sie in dem Maße, dass sie uns alle hineinlockte und mit frisch gebackenem Kuchen bewirtete. Als es sich herausstellte, dass die ganze Schulklasse im Zimmer aufgenommen werden konnte, schlug Tante Gretel uns vor, bis zur Lösung des Platzmangels die Unterrichtsstunden bei ihr zu besuchen. Ab dem folgenden Tag residierte die königliche Mädchenschule von Stadt am Hof im Salon von Tante Gretel und in den anderweitigen Räumlichkeiten des Spitals. Vom Geräusch des laufenden Webstuhls der Tante Gretel begleitet, versuchte Carolina in der Grammatikstunde die Kinder mit den Geheimnissen des Verbs vertraut zu machen. Carolina, erzählst uns bitte etwas über die Ziege? Na gut. Es war einmal eine Ziegenfamilie. Einer der Ziegensöhne fragte nach: Vater, was soll ich unter einem Verb verstehen? Frag halt bei Rudi nach. Rudi war der Einzige, der als Ziege eine menschliche Schule besuchte. Tagtäglich nahm er am Unterricht teil, deshalb wusste er alles. Was unter einem Verb zu verstehen ist, das erkläre ich euch. Also, sagt mal, was macht ihr eben? Wir käuen wieder, antworteten sie. Ihr habt recht, das Verb drückt eine Tätigkeit aus. Zum Beispiel, sie käut wieder, das Herrchen geht, die Hühner laufen, der Hund steht und so weiter. Das sind alles Tätigkeiten, das sind Verben. Daraufhin fragte der Hund: Und wenn der Knochen aus meinem Munde fällt, wer macht das wohl? Weder ich noch der Knochen. Das ist doch klar, schrie Rudi. Das Verb drückt nicht nur eine Tätigkeit, sondern auch ein Geschehen aus. Der Knochen fällt runter, das Hühnerei zerbricht, die Milch wird ausgeschüttet, all das sind Geschehen. Und was passiert dann, Rudi, wenn wir keine Tätigkeit ausüben und auch wenn nichts geschieht? Wir sind nur einfach so, dann existieren wir bloß noch. Ein Verb drückt nämlich nicht nur eine Tätigkeit oder ein Geschehen, sondern auch einen Zustand aus, verstehst du?
4 Jahre lang mussten sie an diesem engen Ort ausharren, bei dem Webstuhlgeräusch der Tante Gretel und dem Gemecker von Rudi. Pfarrer Witzmann flößte ihnen Zuversicht ein, damit sie sich nicht entmutigten, denn alle Werke Gottes gehen langsam und leidvoll vor sich. Dann aber stehen sie desto fester und blühen desto herrlicher auf. Diese Worte legten wir uns ans Herz und oft dachten wir an sie. Schließlich waren wir in unserem Leben oft auf sie angewiesen. Die Stadtväter waren gezwungen, den elterlichen Anträgen nachzugeben. Der Kirche gegenüber stellten sie für die Schule ein Eckgebäude zur Verfügung. Die Lehrerinnen riefen eine Musterschule von mehreren hundert Schülerinnen ins Leben. Während sie in den handwerklichen Unterrichtsstunden die Meistergriffe Strickerei, Näh-, Häkel- und Flechtarbeit den Mädchen beibrachten, hatten sie auch das Vorhaben, am Schönheitssinn der Schülerinnen zu schleifen. Neben dem Religionsunterricht Lesen, Schreiben, Rechnen hatten sie auch solche Fächer im Unterrichtsplan, die damals noch überhaupt nicht verbreitet waren: Erdkunde, heimatliche Geschichtslehre, Gesang und Zeichnen. Sie zogen ins Gebäude ein und lebten wie drei Schwestern. Auch nachmittags standen sie den Kindern zur Verfügung, sogar den jüngeren Geschwistern. Ihre liebende Fürsorge gewährte allen Zugang. Bald entstand unter ihnen das Anliegen, einer Ordensfamilie ähnlich zu leben, so wie sie es einst bei uns, den Schwestern des Notre-Dame-Ordens, sahen. Da Anna Braun unter ihnen die Älteste war und sie unser Leben als Kandidatin aus der Nähe sah, wurde sie zur Oberin befördert. Die anderen sagten ihr und dem Pfarrer Wittmann, der ihr geistlicher Leiter wurde, bedingungslosen Gehorsam zu. Unter seiner Leitung hatten sie eine strenge Tagesordnung, die von Arbeit, Gebet, Schweigsamkeit und Nachtwache geprägt wurde. Sie trugen dunkle Kleider und sie waren nie allein auf der Straße. Der Lebenswandel der drei hübschen Lehrerinnen gab bald Anlass zu Klatschereien. Auf der Straße, hinter ihrem Rücken, wurde über sie oft gespottet. Es entstand das Gerücht, dass sie ihren Schülerinnen ungesunde und zu fromme Übungen beibrächten und sie dadurch zu lebensfremden Menschen erzogen würden. Diejenigen, die die Erfolge der jungen Lehrerinnen bisher mit stummem Neid betrachteten, warteten darauf, sie zum Gegenstand von Skandal zu machen. Eines Tages, als Carolina mit den beiden anderen Lehrerinnen aus der Schule in die Kirche zum Gebet hinüberging, folgten ihnen einige Mädchen, um mit ihren Vorbildern gemeinsam beten zu können. Sie verschleierten ihre Gesichter, wie sie in verschiedenen Romanen über die in die Kirche ziehenden Nonnen lasen, gar nichts ahnend, dass sie mit diesem Experiment ihre Erzieherinnen in Gefahr brachten. Noch an demselben Abend brachte der Bote zur königlichen Residenz eine Anzeige, wonach die drei königlichen Lehrerinnen von Stadt am Hof mit übertriebenem religiösem Fanatismus bezichtigt wurden. Die Regierung verordnete eine Untersuchung in der Mädchenschule. Die Eltern stellten sich an die Seite der Lehrerinnen. So musste man die Anklage fallen lassen. Bestimmte bürgerliche Kreise und die Obrigkeit der Stadt beobachteten jedoch ihre Tätigkeit auch weiterhin mit Vorbehalt. Tatsache ist, dass sie anfangs zu viele Bußen auf sich nahmen und das konnten die Schülerinnen in ihrem Fall auch spüren. In der Tat blieben sie jedoch charmante Lehrerinnen, die die trockensten Kenntnisse mit Spannung vermitteln konnten und die in den Pausen
mit den Kindern zusammen spielten. Nach der Anzeige legten sie Wert darauf, dass ihr freiwillig gewählter, harter Lebenswandel keinen Schatten auf das fröhliche Leben der Schule werfen sollte. Sie mieden alles Aufsehen. Mit Carolina sprachen wir über diese Sache. Auch von der Spannung unter den drei wusste ich Bescheid. Fräulein Anna Braun war eine zu strenge Vorgesetzte. Sie ließ die Haushaltsarbeiten immer von den beiden Gefährtinnen machen. Ohne Widerspruch, oft mit knurrendem Magen, mussten sie die Arbeit leisten. Anna Hotz rebellierte mehrmals. Sie war der Meinung, dass Fräulein Anna Braun kein Recht hatte, sich so zu benehmen. Dafür ertrug Carolina alles schweigend. Sie war zwar die Jüngste, aber in ihrer Seele entdeckte ich die stärkste Berufung. Auch Pfarrer Witzmann war der Ansicht, dass wir auf Carolina aufpassen sollten. Es schien nämlich so, dass der Herr sie mit besonderen Begabungen segnete, um etwas Großartiges ins Leben zu rufen. Carolina war die Seele der Gemeinschaft. Sie fertigte ihren beiden Kolleginnen manchmal nachts mit großer Handfertigkeit Überraschungsgeschenke an, um damit dem Frieden und der guten Stimmung zu dienen. Sie versuchte, ihrem Geschmack entgegenzukommen, als sie, Fräulein Braun, ein rosenfarbiges Tüchlein mit einer Damenfigur anfertigte und Anna Hotz eine Tülldecke mit Spitzenrand mit der Aufschrift »Träume süß« nähte. In der Stadt wuchs die Anzahl der Mädchen, die die Schule bei ihnen absolvierten. Sie hatten keine Möglichkeit, weiter zu lernen. Sogar Dienststellen fanden sie nur mühsam. Die drei Lehrerinnen erkannten, dass sie den jungen Schülerinnen vergeblich ein stabiles Fundament vermitteln, wenn sie als heranwachsende junge Damen keine Anstellung finden. Das gab ihnen die Idee, unter der Leitung von Sir Josepha, der Handarbeitslehrerin der ehemaligen Notre-Dame-Schule, eine Nähschule mit Internat zu gründen. Mit den hier erworbenen Kenntnissen gelang es den Mädchen besser, eine Stellung zu bekommen, und später waren sie in der Lage, die Kleidungsstücke der eigenen Familienmitglieder anzufertigen. Damit sie im Schulgebäude genug Platz hatten, opferte Carolina ihr eigenes Zimmer. Sie übernachtete nun in einem Winkel des Dachstuhls, später auf dem Boden der Speisekammer. Pfarrer Witzmann besorgte die Textilien und Werkzeuge und die von den Mädchen genähten Kleider verteilte er unter den Armen. Es passierte auch, dass die Armen persönlich an der Tür der Schule klopften und sagten, was für Kleider sie brauchen könnten. Während die Harmonie zwischen Carolina und Anna Hotz sich voll entfaltete, entfernte Anna Braun sich von den beiden. Sie isolierte sich vollkommen und eines Tages zog sie aus. Ihre Lebensphase, in der sie über Ordensleben und über schulische Erziehung nachdachte, beendete sie endgültig.
Trotz der Tatsache, dass Fräulein Braun viel Spannung verursachte, tat es ihnen doch leid, dass sie wegging. Sie war eine Lehrerin von fundierten Kenntnissen und konnte bestens die Sprache der Kinder sprechen. Ihr Bruder Thomas Braun holte sie ab. Sie zog wieder zu ihm, wie einst, als der Notre-Dame-Orden aufgelöst wurde. Inzwischen gründete Thomas eine Familie und hoffte darauf, dass Anna im Haushalt behilflich sein könnte. Die dreigliedrige Gemeinschaft fiel auseinander. Carolinas Berufungsgefühl war beharrlich. Anna Hotz atmete erleichtert auf. Seit Anna Brauns Abwesenheit pflegten sie in den Herbstferien Ausflüge zu machen. Nicht selten fuhren sie weit fort, um alte Städte und schöne Landschaften zu entdecken. Sie entspannten und bildeten sich dadurch und hatten viele nette Abenteuer. Im Allgemeinen waren sie voll auf gemeinsamem Nenner, aber manchmal gab es auch kleinere Meinungsunterschiede, zum Beispiel auf der Ebene des Trinkgeldes für den Kellner. Anna Hotz war sparsamer geartet, Carolina mehr großzügig. Als letztere einmal zu viel bezahlte, argumentierte sie mit folgenden schlagfertigen Worten: Die Klugheit rechnet, die Liebe gibt. An ihren Reisen dachten sie immer an die Schülerinnen und besorgten für sie Mitbringsel. Manchmal waren diese Geschenke nur gesammelte Muscheln. Die Kleinen bewahrten diese dann als kostbaren Schatz auf.
Überall, wo sie vorbeikamen und Kindern begegneten, spürten diese in ihren Personen sofort die Lehrerinnen. Sie spielten mit ihnen und die Kinder wollten sich nur schwer von ihnen trennen. Sie waren aufgeschlossen für alles Neue, interessiert und froh. Die Klostergemeinschaft löste sich zwar auf, aber Carolina beharrte auf der alltäglichen Güte, die sie auch in der Kindererziehung eingeführt hatte. Auch weiterhin betete sie jeden Tag in ihren Unterschlupf hinter dem Altar und auch im Regensburger Dom verweilte sie mit Vorliebe. Ein gewaltiger, tiefer innerer Friede herrscht in mir. Jesus, du hältst mich fest. Mach mit mir, was du willst. Ich bleibe in dir und du in mir. Die Liebe erfüllt mich. Ich fühle mich wie jene Frau, die deinen Leib vor deinem Begräbnis salbte. Diese konnte nicht warten, weil die Liebe nicht warten kann. Bitte, nimm meine Liebe an. Pfarrer Witzmann zog sich hin und wieder zu geistlichen Exerzitien nach Bad Abbach zur Marienquelle zurück. Carolina, die ihn öfters begleitete, verewigte diese Gnadentage mit Nadelmalereitechnik. Dieses künstlerische Werk wird in der Schule zur Stadt am Hof bis zum heutigen Tag verwahrt. Dort, am Gnadenort, im Alter von 26 Jahren, erlebte sie ihre ersten ernsthaften Exerzitien. Der Reiche findet seine Freude im Besitzen, der Egoist ist glücklich, wenn er seinen Willen durchsetzt. Der Ehrgeizige wird durch die Verehrung befriedigt. Woran halte ich fest? Von den genannten Eigenschaften reizt mich keine, weil Egoismus, Hochmut und das Verlangen nach Ruhm nur Qual verursachen. Die Bedingungen des Glückes aber sind Heiterkeit und Ruhe. Das richtige Glück ist das in Gott gefundene Glück. Selbstgefälligkeit und das Verlangen nach Ruhm will ich ununterbrochen bekämpfen. Nie werde ich diesen Versuchungen Raum geben. So schwer dieser Kampf für mich auch sei. Mein Herr, ich bitte um deine unendliche Güte. Mach, dass ich dieses Vorhaben verwirklichen kann. Pfarrer Witzmann resümierte in 10 Punkten, was es bedeutet, Jesus folgend den Kindern zu dienen. Von Zeit zu Zeit überprüften sie, wie weit sie sich an die Gebote halten konnten. Nachts eine Viertelstunde lang beten für berufliche Angelegenheiten, morgens eine halbe Stunde betrachten, in der Schule Kinder empfangen und zu ihren Plätzen begleiten, Ruhe halten, aber auch die Unruhigen lieb haben, wenig bestrafen, viel ermuntern, die Verständnislosigkeit der Eltern ertragen, einfach sein, was Speise, Bekleidung und Sprache betrifft, das Kreuz auf sich nehmen, das heißt, unterrichten auch im angeschlagenen Gesundheitszustand oder ertragen mangelhafte Würdigung. Treu bleiben dem Dienst, bis der Herr eine Veränderung bewirkt. Die jährlich organisierten Ausflüge
fanden ununterbrochen statt. An die Stelle von Anna Braun kam Fräulein Späth, was das Schulleben mit neuen Farben bereicherte. Fröhlichkeit, Eintracht, zeitgemäßer Unterricht von hohem Niveau, berufliche Hingabe und tiefe Spiritualität charakterisierten die Arbeit der Lehrerinnen. Mich erfüllte die Dankbarkeit, dass das Erbe der Notre-Dame-Schwestern durch ihre segensreiche Tätigkeit neu belebt wurde. Das Jahr 1825 brachte Trauer ins Leben von Carolina. Im Mai starb der Schiffsmeister Willibald Gerhardinger. Durch die sommerlichen Schulprüfungen zehrte die Traurigkeit weniger an ihrem Herzen, aber als der Herbst ankam, suchte sie der Schmerz über den Verlust des Vaters heim. Diesmal machte sie den Ausflug mit Anna Hotz nicht mit. Herr Willibald war 54 Jahre alt. Sein Abschied war für alle unerwartet. Carolina musste öfters nach Hause, um ihrer Mutter in den Speditionsgeschäften behilflich zu sein. Anlässlich solcher Aufenthalte bemerkte sie, wie sie zu Hause vermisst wurde. Es wäre Lieblosigkeit, ihre Mutter alleine zu lassen, und auch das Geschäft könnte ruiniert werden, falls die Erbin sich nicht darum kümmert. Auch Onkel Zirngiebel war derselben Meinung, als er ihr erklärte, dass es Situationen gibt, wo das Leben unsere Pläne durchkreuzt. Carolina tat ihr Bestes in der Angelegenheit der Schule. Von hier ab könnte sie sogar ohne sie fungieren. Das Geschäft würde jedoch gnadenlos veröden, falls Carolina nicht an der Seite ihrer Mutter stünde. Carolina besann sich auf ihre gehätschelten Träume in Verbindung mit ihrem jüngeren Bruder. Es wäre für sie viel leichter, wenn Ignatius nicht gestorben wäre. Er würde das Unternehmen bestimmt übernehmen. Aber so? Kann es sein, dass es der Wille Gottes ist, zu ihrer Mutter zurückzukehren? Trifft jetzt das Gebot des Pfarrers Wittmann zu, wonach man der Berufung so lange treu bleiben muss, bis der Herr eine Veränderung bewirkt. Die Liebe kann nicht warten. Aber wer ist jetzt vorzuziehen? Ihre Mutter oder die Kinder? Ihre Mutter oder Jesus? Carolina wurde vom Zweifel geplagt. Sie suchte nach einer sicheren Antwort, aber sie fand sie nicht. Sie meinte, dass die Liebe zu ihrer Mutter und die Treue zu ihrer Berufung gegeneinander seien. Ende des zweiten Teiles.